Fantastisch, ein traumhaftes Bild. Nach 3 Jahren Corona gibt es endlich wieder Rosenmontagszüge ohne Auflagen. Auch in Morsbach säumten schon weit vor dem Start um 13.11 Uhr tausende Närrinnen und Narren die Straßen und freuten sich auf den traditionellen Zug. Die närrischen Wagenbauer hatten sich einiges einfallen lassen und ließen sich dabei auch nicht von den Klimaklebern vom Kegelknall-Drop aufhalten. Unsere Impressionen aus der Republik gibt es nach einem Spot. Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Also wir sind heute mit 18 Wagen unterwegs, haben insgesamt 34 Fußgruppen, 3 Musikkapellen, 4 Orga-Fahrzeuge und wir sind richtig stolz, dass wir annähernd den gleichen Zug auf die Beine bekommen haben wie in 2020. Trotz Corona, trotz aller Schwierigkeiten sind wir hochzufrieden, dass alle wieder mitgemacht haben und ich glaube, wir kriegen heute einen klasse Zug hier hin. Mit wie vielen Menschen rechnen Sie heute am Straßenrand? Also ich schätze mal, dass heute irgendwo zwischen 7.500 und 10.000 Leute im Ortskern sind. Wir mussten dieses leider so ein bisschen umstellen, weil wir ein bisschen Baustelle haben im Ortskern. Der Zugweg ist ein bisschen kürzer, aber wir sind hundertprozentig sicher, dass das eine klasse Sache heute wird. Wir haben es geschafft, mit ihren Liebsten im Hinterblick einzumarschieren. Unsere Freunde, bereit von der Karnevalsgesellschaft. Schön, dass ihr da seid. Ich rufe aus, auf den Fenster von Karnevalsclub, ein Traum, von der zu kommen ist. Fenster auf Nara! Nara! Nara!
Ich freue mich tierisch. Die ganze Truppe freut sich, dass wir endlich wieder im Straßenkarneval oder allgemein im Karneval unterwegs sind. Und wir hoffen einfach, dass das Wetter heute so bleibt, aber es sieht ja gut aus. Und wir machen heute richtig ein. Und das geht dann bis in den späten Abend heute? Eher in die frühen Morgenstunden. Viel Spaß dabei. Dankeschön.